So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Shalia Stevens von ShaliaStevens.com und heute bin ich im Gespräch mit der wunderschönen Birgit Schöpper. Sie ist Coach für Berufungsthemen und wird sich auch gleich vorstellen. Es handelt sich in dem heutigen Video um eine Kundenstimme. Birgit und ich, wir haben zusammengearbeitet und wir wollen einfach mal diese Erfahrung mit dir teilen. Um das geht's. Und Birgit, möchtest du dich mal gerne vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Ja, ich bin Birgit Schöppe und ich arbeite als Berufungscoach und ich unterstütze in meiner Arbeit Frauen, die in ihrem Beruf sehr, sehr souverän sind. Die sind also richtig gut in dem, was sie tun, aber sie sind unglücklich, weil ihnen einfach der Sinn in der Arbeit sozusagen fehlt. Und ja, ich unterstütze sie dabei, dass wir sozusagen ihre verborgenen Schätze, also ihre Talente und ihre Vision, ihre Werte, dass wir die zusammen ans Licht bringen, ja, dass sie zum Schluss ihre Berufung im Leben erkennen können. Ja. Ja, also das ist das, was ich beruflich mache. Ansonsten, ich bin natürlich nicht nur Berufungscoach, sondern ich bin dazu auch noch Mutter und Ehefrau. Also ich habe mehrere Rollen hier. Also ich habe zwei Söhne. Und einen fast 20-Jährigen und einen fast 12-Jährigen. Und ja, also ich lebe in einem totalen Männerhaushalt, ne? Also mein Mann, meine Söhne bis hin zu unserem Kater, alles männlich. Sowohl der Kater auch. Ja gut, da hätte ich ja noch mehr Einfluss gehabt, aber... Ich verstehe dich gut, Birgit. Ich bin auch in einem rein Männerhaushalt. Also vorher war das ausgeglichen mit Heiko und mir. Jetzt, wo Duke dazugekommen ist, bin ich auch so 2-1. Ja. Und Birgit, wenn ich mich richtig erinnere, hat deinen jüngsten Sohn auch eine Rolle gespielt in den Wahl deiner jetzigen Karriere. Ist das richtig? Ja, also vielleicht nicht direkt bei der Wahl, aber dabei, wie ich mein Geschäft ausgestalte, ne? Also bei der Ausgestaltung meines Geschäftes insofern, dass ich bei dem ganzen Thema, also die Berufung finden, dass das Thema der eigenen Stärken und Talente, dass das bei mir einen absoluten Schwerpunkt hat. Und soll ich kurz, wäre es wichtig, vielleicht mal zu hören, warum das so ist? Ja. Und zwar, die Sache war die, ich sagte ja, dass ich zwei Söhne habe und mein großer, also mein ältester Sohn, der ist ohne Probleme durch die Schule gegangen und bei meinem Jüngsten war das überhaupt nicht so. Dem fiel es wirklich schwer, das Lernen, sich so lange zu konzentrieren und dann auch noch Spaß an der Schule zu haben. Ja. Das war für ihn schwierig. Und es war im Grunde immer so, dass wir bei, wenn wir bei Elternsprechtagen waren, dass wir jedes Mal da irgendwie geknickt rausgingen. Ja? Also jedes Mal haben wir immer nur gehört, was nicht gut ist, dass er halt träumt und dass er sich nicht meldet und dies nicht und das nicht. Ja? Und irgendwie war das dann, führte das so dazu, dass ich so dachte, mein Gott, also ich könnte denken, fast man redet hier von zwei unterschiedlichen Kindern, weil das, was ich sehe in ihm und was in der Schule gesehen wird, das lag so weit auseinander. Da war nie die Rede davon, dass er ein unglaubliches technisches Verständnis hat, ja, oder dass er auch andere Kinder unglaublich motivieren kann, dass der handwerklich total gut ist und dass der so ein Ideenreichtum hat, ja. Und das hat mich richtig, ja, das hat mich richtig wütend gemacht auf der einen Seite. Ja, ja. Ne, also, weil das tat auch richtig weh. Und auf der anderen Seite führte das aber so dazu, dass mir da so richtig bewusst wurde. Also vorher war es so, dass mir das Thema Gaben und Talente, das war mir kognitiv, war mir das klar, dass es ein wichtiges Thema ist. Aber jetzt habe ich es vom Herzen gespürt. Ja. Ja. Jetzt habe ich es richtig vom Herzen gespürt, weil ich dachte, wenn man da nicht hinguckt, wo wirklich die Talente sind, und deshalb kennen wir oft auch unsere Stärken nicht, wenn wir da nicht hingucken, da entgeht uns was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ja. Und das führte dazu, dass ich zu so einer, ja, wirklich zu so einer Stärkensucherin letzten Endes wurde. Ne? Und ja. Dass ich da so einen ganz, ganz geschärften Blick dafür entwickelt habe. Ja, das hast du. Und ich werde nie vergessen, ich glaube, das war bei unserem letzten VIP-Halbtag im Rahmen von unserer Zusammenarbeit. Die Birgit hatte von ihrem jüngsten Sohn etliche Fotos auf dem Handy, aber nicht diese übliche irgendwie
Sohnemann beim Spielen, sondern er baut unglaubliche Konstruktionen von fahrenden Vehikel zu irgendwelche Häuser und Entdeckungen, also Sachen, die ich in meinem Leben nie gesehen habe, richtig komplex ausgefeilte Dinge. Und das sieht man auch teilweise andere Kinder aus der Nachbarschaft, die er motiviert hat, irgendwie mit dabei zu sein. Also vollkommen schön, diese Geschichte. Ja, das war sehr prägend. Also diese Situation sozusagen, die hat mich da sehr, sehr geprägt. Ja. Du kommst jetzt aus dem Unternehmen quasi und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Ja. Und bist dabei, dein eigenes Dienstleistungsgeschäft aufzubauen. Mhm. Und bist auch als moderne Unternehmerin auch online vertreten. Das ist auch ein Bereich, wo du gerne unterwegs bist, Birgit. Ja. Vielleicht erzählst du die Hintergrundgeschichte einfach mal zum Aufbau deiner Selbstständigkeit und wo du standst, bevor du dich entschieden hast, ins Coaching zu kommen. Die Situation war die, dass ich ursprünglich, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt, dass ich in den Online-Bereich gehe. Ne? Das hatte ich ursprünglich gar nicht vorgehabt, sondern ich hatte so gedacht, ach ja, es gibt so viele Arbeitnehmer auf dieser Welt, die im Grunde genommen unzufrieden in ihrem Job sind und deshalb dachte ich, ich arbeite ganz normal hier in meinem Studium. Und damit gut. So, und irgendwann stellte ich aber fest, dass der Markt einfach anders funktioniert halt, ne? Dass man im Grunde genommen andere Möglichkeiten auch suchen muss, um sich auf der einen Seite besser darstellen zu können oder auch eben ortsunabhängig sozusagen coachen zu können, ne? Sodass ich dann für mich ziemlich schnell begriffen habe, dieser Online-Weg, der ist richtig für mich. Also einmal für die Vermarktung, also weil das ja fast ein Muss heute ist, würde ich bald sagen, in diesem ganzen Coaching-Bereich, aber auch mit der Möglichkeit, eben ortsunabhängig zu arbeiten. So, und was ich dann gemacht hatte, ach, ich habe mir unglaublich viele Webinare in der Richtung so angeguckt, was es alles gab und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Und zwar, ich müsste einfach einen Funnel aufbauen. Das sagte ich immer zur Zeit. Ich muss einen Funnel aufbauen. So, also habe ich einen Funnel aufgebaut, wo ich eine große Überraschung dann erlebt habe. Als erstes, das geht gar nicht so einfach, wie das ursprünglich immer so erzählt wird, ne? Da war ich als erstes so froh, dass ich auch meinen Mann letzten Endes habe, dass er sich um diese ganzen technischen Sachen kümmern konnte. Ja. Also wir haben das dann gut hingekriegt. Ja. Und der Funnel, also der funktionierte auch, der hatte nur ein Problem. Und zwar, dass hinten am Ende des Funnels kamen eigentlich nicht meine Wunschkunden raus. Ja. Da kamen zwar interessierte Frauen und so weiter raus, die auch unzufrieden sind, aber es waren nicht unbedingt die Wunschkunden. Und dann war ich einfach an dem Punkt, dass ich dachte, dieser ganze Funnel, der muss nochmal angeguckt werden. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt wahrscheinlich irgendwas in der Kommunikation nicht. Und ich merkte, ich kam da wirklich nicht selber, also nicht mehr weiter. Ich war auch zu dicht wahrscheinlich selber an den Sachen halt irgendwo dran. Ja, und das war so der Punkt, wo ich so sagte, also jetzt brauche ich Hilfe. Also jetzt habe ich das ausprobiert und viel Zeit, viel Mühe reingesteckt und ich schaffe es alleine jetzt nicht mehr. Ich brauche einfach jetzt einen Profi. Ja, und für die anderen da draußen, Birgit, die noch gar nicht wissen, was ein Funnel ist, also stell dir vor, es gibt Leute, die wissen das immer noch nicht. Wie würdest du diesen Funnel beschreiben, die in alle Munde ist, wo alle Trichter aufbauen zurzeit? Ja, also zumindest was jetzt mein Funnel betrifft, der baut halt im Grunde genommen auf der Basis auf, dass man am Anfang oder ich jetzt zumindest eine Facebook-Anzeige halt schalte und dass die Interessenten sich dann, wenn sie die also Anzeige sehen, dann können sie sich für ein Webinar anmelden und in diesem Webinar spreche ich natürlich darüber, wie man so die eigene Berufung halt findet. Also ich gebe da gut Content letzten Endes raus, ne? Also und am Ende haben sie dann die Möglichkeit, sich bei mir für so ein Gratis-Coaching sozusagen anzumelden.
Und wer das dann möchte, meldet sich halt dann im Gratis-Coaching bei mir an. Und in diesem Gratis-Coaching schaue ich dann halt, ob eventuell meine Pakete, die ich anbiete, ob das für die Interessenten von Interesse sein könnte. Also an der Stelle verkaufe ich dann sozusagen so. Und diese ganze Strecke, das ist dann halt sozusagen, also der Kundengewinnungsprozess in dem Moment. Ja, ja, so ein super, super populärer und auch klassischer Trichter zur Zeit, von den Anzeigen zu den Leuten hin zum Kennenlerngespräch, gell? Und ich erinnere mich noch, wo du gekommen bist. Und ich glaube, du hast sowas gesagt zu mir wie, Shalia, die Leute sind schon in die Kennenlerngespräche gekommen. So irgendwie 50 Personen an der Zahl. Ja, ja. Ja, also das hat schon funktioniert. Es waren nur nicht die Personen, die zu deinem Wunschkundenprofil gepasst haben. Ja, genau. Was hast du erwartet in der Zusammenarbeit? Was hast du erwartet? Ja, also ich kam ja erstmal mit dem Ziel, es würde alles nur an dem Funnel liegen. Ne? Also wir müssen den Funnel optimieren und mir war zu dem Zeitpunkt klar, wahrscheinlich muss ich meine Wunschkunden, muss die nochmal überdacht werden. Ne? Also zu gucken, dass die Positionierung, ob die stimmt, das war mir schon klar. Und ich hatte auch schon eine leise Ahnung, aber es war noch eine leise Ahnung, dass es vielleicht nicht nur der Funnel ist, sondern dass vielleicht auch meine Sichtbarkeit insgesamt nicht reicht. Ja. So, deshalb waren das sozusagen die Erwartungen halt, ne? Also den Funnel zu optimieren, die Positionierung nochmal halt anzuschauen, ist ja Teil letzten Endes davon gewesen und auch die Kommunikation nochmal zu gucken, ob die denn also im gesamten Funnel, ob die Kommunikation so in Ordnung ist und halt das Thema Sichtbarkeit. Ja, ja. Und dies ist eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, weil halt sich an ihrem Stuhl fest. Nämlich das, was man erwartet gegenüber, was tatsächlich in den 6 Monaten passiert ist. Also was hast du in dem Coaching dann tatsächlich erlebt und wo ist für dich Nutzen entstanden auf dem Weg im Prozess? Ja, der Nutzen, der ist eigentlich noch an ganz anderer Stelle entstanden, muss ich sagen, als ich eigentlich ursprünglich vorhatte, weil meine erste Ausrichtung war ja wirklich die, es würde allein nur um den Funnel gehen. Ne? Also das haben wir natürlich alles gemacht und so weiter und ich bin jetzt auch in der Umsetzung, dass wir die Dinge, ne, dass ich die jetzt in die Praxis bringe und so weiter, das ist alles schön und gut und wir haben uns die Kommunikation angeguckt, auch, es ist auch alles gut. Aber ich glaube, die Erkenntnisse daraus oder das, was ich für mich mitgenommen habe zusätzlich, das war eigentlich noch viel wichtiger. Nämlich, dass ich erstmal erkannt habe, es geht gar nicht nur um den Funnel. Ich musste auch erstmal dieses große Big Picture sehen. Der Funnel ist zwar ein Teil, aber der reicht nicht aus. Ne? Also er reicht insgesamt für das, für das Geschäft nicht aus. Das ist ein Teil davon, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht das Big Picture gesehen. So, und was aber die andere und was noch eine andere Erkenntnis war und das ist vielleicht sogar die viel wichtigere, das ist die, dass ich gelernt habe, was heißt eigentlich so ein Herzbusiness führen. Ne? Das heißt halt nicht nur, dass ich ein Herzensthema habe, also, und das habe ich ja da, dessen war ich mir ja bewusst und ich habe immer gedacht, das ist Herzbusiness führen, ne? Sondern dass ich mein Business aus dem Herzen heraus steuere. Mhm. Ne? Und das war für mich so eine große Erkenntnis. Also nur mal so als Beispiel, ich bin ein sehr strukturierter und ein sehr planerischer Mensch. Und normalerweise mache ich mir einen Plan, wann ich was mache. Und dann mache ich das halt. Und das war so das Schöne bei uns auch im Coaching. Ich kann mich noch erinnern, da ging es um das Thema Content erstellen. Und da hast du gemerkt, dass ich da irgendwo eine Blockade habe. Ne? Und da hattest du zu mir mal gesagt, könnte es vielleicht einfach damit zusammenhängen, dass ich vielleicht in dem Moment, dass das Thema vielleicht nicht gerade, ne, oder dieses Thema, was ich gerade in diesem Video oder so, was ich machen will, beleuchten will, dass es vielleicht gerade nicht das Richtige ist. Mhm. Ne? Und das war so ein Schlüsselmoment. Mhm.
für mich, wo ich so für mich so gemerkt habe, ich plane nach wie vor. Ja, also daran wird auch kein Mensch was ändern, dass ich nicht plane und nicht strukturiert vorgehe. Aber jetzt sieht meine Arbeit eher so aus, ja, ich habe einen Plan, was ich meinetwegen in so einer Woche machen will, den habe ich für mich und das ist mir auch wichtig. Aber wenn jetzt etwas nicht total zeitkritisch ist, dann überlege ich von den Sachen, die ich vorhabe, was ist das, was sich gerade aus dem Herzen heraus richtig anfühlt? Ja. Ne? Was ist das? Und und wenn es vielleicht gerade nicht das Thema Videodrehen ist, dann sollte ich auch in dem Moment nicht unbedingt ein Video drehen, weil das würde man merken, dann ist die Energie nicht da. Ja. Und wenn ich aber feststelle, ja, jetzt ist Videozeit, ne, so, ja, dann habe ich das jetzt auch schon gebracht, dass ich dann in den Wald gegangen bin und in dem Moment, wo ich dachte, jetzt ist das Thema wirklich gut und passend, ja, und drehe dann halt ein Video. Und das ist ein großer Unterschied halt, ne? Und dieses wirklich, was bedeutet eigentlich ein Herzbusiness? Also ein Business aus dem Herzen heraus zu steuern. Und das ist ein echt riesengroßer Unterschied. Und auch, ich war immer so der Meinung, ja, die ganzen Experten, die das ja schon Jahre machen, die schon total etabliert sind, die könnten mir sagen, was der richtige Weg ist. Ja. Ne? So, das dachte ich, die müssten das ja wissen. Und ich habe aber begriffen, ja, es ist gut, wirklich einen Experten an der Seite zu haben. Das ist auch ganz wichtig. Aber die letzte Entscheidung, was ich tue und was ich mache, die muss ich selber treffen. Ja. Da muss ich nämlich selber gucken, fühlt sich das für mich gerade richtig an oder fühlt es sich nicht richtig an? Und nur dann wird es gut. Ja? Also so Experten an der Seite zu haben, ganz wichtig, aber sich nicht darauf zu verlassen, dass ein anderer die Antwort für ihn selber finden könnte. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, Birgit. Das erinnert mich an einige Dinge. Und danke, dass du das so klar und deutlich sagst. Ich weiß gar nicht, ob ich die Worte dafür gefunden hätte, weil ich habe irgendwann mal in 2015 so eine kleine bewusste Umpositionierung gemacht, also vor 4 Jahren mittlerweile. Und zwar war mein ganzes Business zuvor sehr stark auf Kompetenz und Strategie und Struktur. Das ist ja auch mein Hintergrund und ich bin ähnlich gestrickt, nämlich so dieses strukturierte und strategische. Nur ich habe auch gemerkt, das, was mich so unglücklich gemacht hat, als ich in der Angestelltenverhältnis unterwegs war, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, ich musste wie eine Roboter funktionieren. Egal, ob es mich gerade freut, egal, ob ich inspiriert bin, dort im Kreativen die Richtung zu schauen, egal, ich muss einfach funktionieren die ganze Zeit. Und ich habe mir wie angeeignet, mich nicht mehr zu fühlen, sondern einfach zu tun, was andere von mir wollen und einfach nach vorne gehen, zu starr. Und als ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe und auf dem Weg mit anderen begonnen habe zu arbeiten, ich habe gemerkt, so viele sind auch in dieser Robotermodus. Sie versuchen, Erfolgsrezepte zu folgen, rein mechanische Trichter aufzubauen. Ich weiß nicht, was es alles da gibt. Und sie verlieren das Gefühl zu ihrem eigenen Herz, zu ihrer eigenen Intuition, zu ihrer eigenen Seele. Und das war der Grund, warum ich begonnen habe, auch über Solopreneure mit S-O-U-L zu sprechen, weil ich habe gemerkt, ja, diese Businesses, die wir aufbauen, diese herzgetriebenen Menschen, die sind aus Fleisch und Blut und Herz und Seele und natürlich Verstand, aber der Verstand und diese strategischen Sachen ist nicht das Einzige, was es gibt. Und das, was du ansprichst aus meiner Sicht, ist dieses wieder Zurückholen von Herz und Seele und die Vereinigung mit dem Verstand, wie du das schilderst. Wie siehst du das? Ja, das ist im Grunde genommen genau, wie du das auch gesagt hast. Ne? Also ich glaube, und dann wird ein richtig guter Schuh draus, ne? Wenn ich auf der einen Seite, ja, der Verstand, der ist wichtig, ne? Der ist ganz wichtig, aber dass ich trotzdem auch immer, immer schaue, wie geht es mir auch selber letzten Endes dabei? Ne? Immer wieder reinspüren, ist das jetzt so das Richtige oder ist es nicht das Richtige? Ja. Ne? Weil ansonsten, hier agiert man immer aus einer Angst heraus. Ne? Und Angst ist einfach an der Stelle bestimmt nicht der beste Berater. Ja, absolut. Absolut.
Wir haben auch auf dem Weg, also ganz, ganz viel Fokus auf diesen Kommunikation und auch Strategie und auch dieses Herzbusiness gelegt. Wir haben auch zum Schluss nach innen auch ein Einkehr gemacht, ein Bewusstsein. Mindset ist ein Wort, was viele nutzen, um das zu beschreiben. Gibt es irgendwas, was da noch in Erinnerung geblieben ist, was du findest, wäre nützlich mit anderen zu teilen? Ich überlege gerade, ob mir da jetzt ein spezieller Moment, also irgendwie eine spezielle Situation einfällt. Also ich kann es im Moment nicht abrufen. Ne? Ich kann es im Moment jetzt nicht abrufen, aber was ich dazu sagen kann, dass es einfach, dass ich glaube, so in unserer Zusammenarbeit, das Wertvolle dabei war einfach, auf der einen Seite dich an der Hand zu haben, wo ich genau wusste, du hast die absolute Expertise. Ne? Du hast die Expertise auf dem Gebiet, also rund um Online-Marketing, und auf der anderen Seite aber immer auch nochmal dieses Mindset-Thema letzten Endes, dass das mindestens genauso wichtig ist. Ja. Es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger mitunter als das inhaltliche Thema. Ne? Weil einfach das die Stelle ist, wo einfach, wenn das eigene Mindset letzten Endes nicht stimmt, dann boykottiere ich mich selber dermaßen im Geschäft. Ja, ja. Ja, das selber boykottieren und was ich auch erlebe, worüber ich nachdenke in diesem Zusammenhang, ist die Idee, was ist meine Erfahrung auf dem Weg? Ich baue etwas auf und alle verschiedene Leute stehen an verschiedenen Stellen. Manche bauen ihre Selbstständigkeit von null auf, andere sind dabei, auf das nächste Level zu gehen und haben ein Vorhaben und alle fangen irgendwie am Null an, jedes Mal, wenn was Neues entsteht. Und man geht sowieso durch eine neue Lernkurve, weil es ist was Neues für einen, egal ob es die neue Stufe ist oder die Selbstständigkeit neu. Und man kann dabei eine solche Erfahrung haben. Man kann das Gesamte unter das Gefühl von Druck und Dringlichkeit und Bedürftigkeit erleben. Oder man kann zu sich schauen und gucken, wie kann ich erkennen, dass ich tief in okay bin, mich stabil aufstellen und von dort weg eine schönere Erfahrung haben nach außen. Das ist das, was mir zusätzlich in den Sinn kommt, zu diesem sich selbst blockieren und auch, wie gestalte ich die Erfahrung, die ich habe auf dem Weg? Ja, im Grunde geht es ja darum, dass man einen Weg für sich findet, dass man Macht über die eigenen Gedanken hat letzten Endes. Ja, ja, absolut. Wir kommen jetzt zum Schluss, lieber Birgit. Immer zum Ende hin, für diejenigen, die über eine Zusammenarbeit nachdenken, frage ich immer die Frage, es geht in die Richtung wie: Was würdest du anderen raten, die überlegen, sich anzumelden für eine virtuelle Kaffeepause und in Erfahrung zu bringen, ob eine Zusammenarbeit für sie stimmig ist? Was sind deine Empfehlungen für sie? Also ich denke, wenn es jemand wichtig ist, einen echten Experten auf dem Gebiet zu haben, der sich in diesem Bereich Online-Marketing halt einfach auskennt und der dafür noch echt strukturiert ist, also ich schätze das sehr, muss ich wirklich sagen. Und auf der anderen Seite aber, also nicht nur diese Strukturierte hat, sondern ich bezeichne dich ja gern so als Brückenbauerin. Ne? Ich glaube einfach, das Tolle ist einfach, dass man auf der einen Seite diese Verstandsseite so gut abdecken kann, ne? Also so von wegen das Fachliche und das Strukturierte, und aber auf der anderen Seite, dass man ganz stark auch in die eigene Intuition kommt, also das eigene Mindset und so weiter gut hinkriegt. Also wenn man sowas vereinigt in einer Person sucht, ich glaube, dann ist man bei dir echt richtig, und ich glaube, das gibt es auch nicht so oft. Dankeschön, Birgit. Jetzt wollen wir wissen, wie erfährt man mehr über dich und deine Arbeit? Weil ich kann mir gut vorstellen, egal ob man heute zuhört als Solopreneur und ein eigenes Business aufbaut oder sonst jemand, alle kennen Menschen in ihrem Umfeld, die mehr Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit suchen, auf der Suche sind nach ihrer Berufung im Leben. Wo findet man dich online, liebe Birgit?
Ja, mich findet man unter www.coaching-studio-schöppe.de. Magst du das nochmal sagen, Birgit? Ja, da merke ich gerade selber, ich hätte mir die URL und ich bin wirklich am Überlegen, die wirklich zu verändern. Wie man ja gerade sieht, ne, macht das echt schwierig. Also coaching-studio-schöppe.de. Also coaching-studio-schöppe.de. Nur mit Bindestrichen halt immer. Sehr gut. Und wenn du drauf gehst, siehst du einige super schöne Videos von Birgit. Sie ist in letzter Zeit dabei, so eine Content-Bibliothek aufzubauen in ihrem Videoblog-Bereich. Und man kann ihr Custom Price Training anschauen, was Teil ihres Trainings auch ist, wo sie darüber spricht. Wie ist der Titel jetzt mittlerweile von deinem Online-Training, Birgit? Berufung finden und leben habe ich, ist der Titel jetzt vor uns, aber es ist ja alles in Bewegung und das kann durchaus sein, dass ich das vielleicht nochmal ändere. Sehr gut. Also noch heißt es Berufung finden und leben. Ja, genau. Sehr schönes Training. Vielen herzlichen Dank, Birgit, für die wunderschöne Zusammenarbeit und dass ich das Privileg hatte, dich ein Stück auf deinem Weg zu begleiten und dass du Zeit genommen hast, uns über deine Erfahrung zu berichten. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir auch von ganzem Herzen. Also das war eine tolle Zusammenarbeit, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Oh, das halten wir immer offen. Das halten wir immer offen, genau. Ja. Also, Dankeschön zusammen. Tschüss. Ja, tschüss.